Uber feiert. Das Umweltbundesamt feiert Jubiläum. 1974 gegründet, zog die Behörde vor 9 Jahren in die Stadt Dessau. Am Donnerstag wurde nun mit einem Festakt der 40-jährige Geburtstag gefeiert. Rund 1500 Mitarbeiter arbeiten für die Bundesbehörde an 13 verschiedenen Standorten. Davon stolze 800 in der Zentrale in Dessau-Roßlau. Das Uber hat im Übrigen auch eine neue Präsidentin. Maria Krautsberger trat am 5. Mai ihr Amt an.